Herzlich willkommen im X-Lab. Heute ein bisschen eine stimmungsvolle Umgebung mit farbigem Hintergrundlicht. Aber eigentlich geht es gar nicht um Beleuchtung und es geht auch nicht um farbige Beleuchtung. Aber ich finde es schick und deswegen machen wir das heute mal so. Worum geht's heute? Es geht heute wieder mal um Altglas. Altglas, ich meine zwei Objektive aus den vermutlich 70ern oder 80ern, die ich heute vergleichen möchte. Und zwar nicht generell, sondern auf eine ganz bestimmte Anwendung hin. Ich habe ein ich habe zwei Revue-Objektive. Das ist die alte Quelle-Firma, die für Revue-Kameras eben die in Deutschland verkauft hat. Und Revue-Kameras waren ja in der Regel entweder ehemalige DDR-Kameras oder koreanische Kameras. Und so weiß man auch immer nicht ganz genau, wer jetzt die Objektive jeweils hergestellt hat. Zwei von diesen Objektiven habe ich da. Das ist das Revue 50mm 1:1,4. Das habe ich schon sehr lange. Und ein Revue, das habe ich mir auf dem Flohmarkt neu gekauft, ein 55mm Revue 9:55mm 1:1,7, wo ich gelesen habe und wo man mir gesagt hat, das sei ein ganz tolles Objektiv für digitale Fotografie. Und was ich jetzt heute testen möchte, ich habe nämlich, eigentlich möchte ich diese Objektive für Porträts mit Offenblende verwenden, also mit unscharfem Hintergrund. Und ich habe keine Lust, mir für 1200 Euro oder irgendwie in der Größenordnung oder 900 Euro jetzt teure 56mm 1:1,2 zu kaufen, wenn ich eins für 30 Euro mit einem 1:1,4 Lichtstärke da habe. Und ich will jetzt testen, ob die gut genug sind, und zwar hauptsächlich bei Offenblende. Das heißt, wir machen jetzt hier Porträts mit beiden Objektiven, also das Revue 59mm 1:1,4 und das 55 1:1,7 bei Offenblende und bei leichter Abblendung. Und wir schauen uns an, wie reagieren die bei offener Blende, sind die tauglich oder bei welcher Blende wird es dann richtig gut und kann man die für Porträts mit Offenblende verwenden. Und dann machen wir noch einen Bokeh-Test, also wie sieht das Bokeh der beiden Objektive aus. Mehr machen wir nicht, aber das ist genau das, was ich brauche, um zu beurteilen, ob ich diese Objektive verwenden kann. Und wenn ich sehe, dass diese Objektive gut genug sind, dann kaufe ich mir keine neuen. Der einzige Unterschied ist, die haben keinen Autofokus, aber damit kann ich wunderbar leben. Und natürlich wird auch die Blende nicht automatisch eingestellt, was bei Offenblende ja auch völlig egal ist. Darum geht's heute und wir schauen uns jetzt mal den Test und die Ergebnisse an. We'll be right back.
Schauen wir uns mal ein paar dieser Aufnahmen im Detail an, um vielleicht noch ein paar Unterschiede aus den Objektiven herauszulesen. Das ist jetzt die Aufnahme mit dem 50mm 1:1,4, also Offenblende. Wenn ich hier reinzoome, dann sieht man, dass hier natürlich der Kontrast und noch ein bisschen die Schärfe zu wünschen übrig lässt. Das ist, wenn man Ausschnitte anschaut, natürlich ein kleiner Nachteil. Die meisten Objektive haben hier Schwächen. Aber ich denke, bei Porträts in dieser Größe, wie man das jetzt hier sieht, ist das überhaupt kein Problem. Außerdem lässt sich das in der Nachbearbeitung selektiv auch sehr gut wieder herausarbeiten. Wenn wir mal zum Vergleich das 55mm 1:1,7 anschauen und hier bei 100% reinzoomen, dann sieht das Bild etwas schärfer aus. Ein Teil davon liegt aber auch daran, wenn wir das mal vergleichen, dass durch die längere Brennweite ein anderer Bildausschnitt, also ein anderer Vergrößerungsfaktor vorhanden ist. Das heißt, das 55er hat hier einen größeren Vergrößerungsfaktor, dadurch werden natürlich auch die Unschärfen etwas ausgeglichen im 100% Ausschnitt, den wir hier sehen. Beide sind nicht ganz optimal, aber ich bin der Meinung, das ist auch schon ausreichend, wenn man wirklich mit ganz offener Blende arbeiten möchte. Schauen wir uns mal an, wie sich die Objektive verhalten, wenn wir auf Blende 2,0 abblenden. Das wäre jetzt hier das 50mm bei 2,0 und wir sehen noch nicht ganz hundertprozentig, aber hier haben wir schon eine Schärfe, die durchaus für solche Porträts vollkommen in Ordnung ist. Beim 55mm haben wir auch noch ganz leichte Unschärfe, aber auch hier ist das Ergebnis schon sehr gut. Und wir müssen eigentlich nur auf Blende 2,8 hochgehen. Hier sehen wir, dann ist das Ganze knackscharf. Und bei Blende 4,0 ist es hier jetzt also tatsächlich schon außerhalb jeder Diskussion. Da haben wir super scharfe Detailzeichnungen mit diesen doch sehr alten Objektiven. Wir haben gesehen, dass beide Objektive bei ganz Offenblende, also 1,4 bzw. 1,7, leichte Schwächen haben, was aber in der Regel fast alle Objektive haben. Die kann man aber sehr, sehr leicht ausgleichen. Sobald man ein bisschen abblendet, ist die Unschärfe im Hintergrund immer noch gut und die Objektive werden beide bei Abblenden auf halbe Blende oder eine Blende schon wesentlich besser. Bei Blende 2,8 sind beide schon sehr gut. Das heißt, ich kann beide Objektive sehr gut verwenden. Wir haben auch gesehen, dass 50mm ist ein bisschen besser als das 55er, was aber auch jetzt nicht generell heißen muss, dass diese Art von Objektiv besser ist als die andere. Das kann auch am Einzelfall liegen. Also wenn Sie solche Objektive kaufen und verwenden, dann einfach ausprobieren und man kriegt manchmal ein recht gutes und manchmal ein weniger gutes, je nach Produktion, wo die hergestellt wurden und ja, wann sie hergestellt wurden, montags oder dienstags oder mittwochs und so weiter. Also ein spannender Test, der mir gezeigt hat, dass man mit Altglas, wenn man das Richtige kauft, wunderbar und preisgünstig arbeiten kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in diesem Kanal aus der X-Lab Akademie und dem X-Lab und auch dem Podcast Fotografie pur. Bis zum nächsten Mal, Rüdiger Schätztag.